Jonas ist aufgewacht. Guten Morgen. Sabah al-Khair. Hallo, tamam. Das ist der Besitzer von der neuen Wohnung. Mein Schwager. Rafian, yeah, I go to the machine. What you do? I open the cold water. The cold water. We don't have Maya. Yeah. Mashi. So, jetzt gucken wir hier mal kurz. Wird Schalungen gemacht für den Dukan. Zugemacht, da wird das Dach kommen. Konstruktion. Fallen die Sachen runter. Jetzt wird da oben gegossen. Der freut sich, dass er gefilmt wird. معلش guck mal, wie die lachen. Die haben Spaß bei der Arbeit. Siehst du, Jonas, hä? Kleiner Fratz. Jalla, fort. Hoch damit. Hopp. Ja, die haben jetzt Mittag gegessen, hä? Und haben stark, sind sie Kraft. Hier. Das ist der Mohammed, das Handy. Da kommt jetzt das Beton hin, was sie auf der anderen Seite machen. Der wartet schon hier. Aho. Aywa. MashaAllah. Hm? Ja, Jonas, nein, komm da weg. Nicht da reingehen, komm. Palas. Das ist der Boss von den Leuten hier und das ist der zweite Schwager. Eis los! Ah ja, der will immer Geld. Masche. Jonas Insel. Yalla. Helle Berlik, Helle Berlik. Insel Hini. So, jetzt müssen die Kinder erstmal in Sicherheit bringen. So sieht's aus hier. Jetzt kommt die neue Maschine. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أم يونس. ما شاء الله عليك. الله يخليك أم يونس. شغل حلو. حلو يا عم. خلاص. يروح على المانيا؟ أيوه. Ja, das ist der zweite Teil. Das sind die Treppen. Ihr habt ja beim letzten Video gesehen, wie die... Oh, jetzt muss ich aber pusten. Wie die Eisen zusammengebunden wurden, ne, mit Draht. Und dann... Hier ist praktisch der Aufgang zur vierten Etage. Nummer 3 ist fertig. Die Schalungen sind fertig. Keine Ahnung, das bleibt jetzt so, schätze ich mal, 3, 4, 5 Tage. Oh, jetzt bin ich aber auch fertig. Guck mal, voll schnell hochgerannt, dass mein Sohn nicht sieht, er mich. Ah, hier ist noch am besten. Ah, ja. Der Opa, der schaut auch zu. Ja, die sind fertig hier oben. Jetzt wird noch das Dach gemacht von dem anderen Zimmer. Seht ihr? Und dann, wenn das trocken ist, geht die Hämmerei wieder los. Dann müssen sie die ganzen Bretter wieder mitnehmen. Die sind ja, guck mal, wie oft die benutzt sind. Die werden immer wieder wiederverwertet. Klar. Dann haben wir wieder ganz viele Nägel, müssen wir gucken, dass wir da nicht reingehen, also ja, das ist hier was. Die Kinder spielen da hinten, jalla. Okay, da seht ihr mal wieder, in 2, 3 Tagen, zack, zack, sind die Ägypter fertig. Hauruck-Aktion mit ganz vielen Leuten. Heute waren es 12. Und dann geht das schon. Hier. Jetzt sehe ich gerade 9, aber da hinten arbeiten noch 2, 3. Ja. Ah, die säubern jetzt schon, schau. Zack. Genau, die räumen auf, die sind fertig. Alhamdulillah, da kann ich ja Mittagsschlaf machen. Die Mausi hat die Hausaufgaben fertig. Jetzt kommt sie raus. Amina! Hier, das ist der andere Schwager. Hier, der Mohammed. Ich bin gerade in seinem Dings, in seiner Wohnung. 25. So. Seht ihr mal. Der hat auch schöne Steine da. Die haben auch Kohle. Die lassen sich, ja, die warten lieber länger und kaufen dann teure Steine. Weil das lassen die dann so, ne? Da wird nichts mehr gemahlen oder so. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Ja. So schnell, du hast gesagt, du hast so viel aufbekommen. Ja, aber das habe ich. Ich habe schon sehr viel in meinem Zimmer gemacht. Mashallah. Halas. Guck mal die Treppen. Ja, jetzt können wir auch wieder. Guck Komm, jetzt gehen wir runter lieber. Was denn? Hm? Wo denn die Kühe? Ah, die haben wir doch, die kennen wir doch. Das ist ein Bulle, die lässt den groß werden und dann verkauft sie den. Pass auf, wo du hintrittst, hier sind Nägel. Überall. So. So, wir haben noch einen halben See hier. Kamion die Khashab. Fork. زبوع وارمي تاني وإيه بكرة morgen tun sie schon wieder das Holz weg. شوفي دي سمنت مش روحن دي بشكرة مانجو. Heieiei. So sieht's aus. Und die Nachbarn, die bringen hier alle einen Tee. Das finde ich auch schön. Tee und Zucker, damit. Ja, weil die wissen, man muss hier viel verköstigen und Tee machen, ganze Zeit. Yeah. What you are doing, Mr. Mohammed? So, Bauarbeiter weg. Jetzt müssen wir den Mist hier wegkriegen. What you are doing? Take care, it's not coming in our flat. Ja, überall Beton, Zement. Jetzt müssen wir alles hier. Sehr gut, Masha'Allah, Habibti. Mm. La. So. مسحت الحمام بتاع نورة. أنتي؟ أيوه. وأنتي كبيرة. أنا كبيرة ومسحت واحدة. Masha'Allah Aleki. So, weiter geht's. Jetzt kommt die Mama. Ich helfe dir. Du kannst die anderen. You can bring this in the hush. Aywa. Heli balik. But you fix it already. You forget. Guck mal, so viel Wasser. Unser Tisch. Hier. Jetzt können wir auch mal putzen hier. Leave me alone. Mishenak, Mishenak. Yalla. Jetzt geht's los, Mama hilft jetzt. Masha'Allah, Habibti. Die haben richtig Spaß beim Arbeiten, gell? Das macht dir Spaß? Ja. Ja, und wir haben hier bewölkt, als ob es Regen geben würde. Hier ist alles nass, ne? Fi natara Mahmoud. Comes the rain. Ach, yalla. Bist du schon fertig? Der Kleine ist auch fleißig. Nein, nicht nach hinten gehen, da ist sauber schon, Jonas. Oh, das. حبيبتي هلي بالك من الأوضة هناك محمود leave it في birds inside في bird baby nein das sind ein Vogelnest I hope the baby don't fall down now Mahmoud my shoes I will take this to Naga Hamadi Also nee, I must go to the doctor. You wash my shoes with a Khartoum. I will bring new one. Also nee. Ich kann nicht mehr. Dem ist das alles egal. Halas, Mahmoud, this is too much Maya. Ah. Wir bringen den Müll raus. Good husband. You take the Kubaya. Good. So, wir sind schon fertig. Wenn alle mithelfen, jeder macht ein bisschen was. Zack, zack, zack. Erledigt. So. Yalla. Guten Morgen. Also der zweite Tag nach dem Sturm hier. Die haben jetzt einen Arbeiter, der hat gestern schon den ganzen Tag hier die Hölzer entfernt, schmeißt sie da runter, das wird abgeholt, wie ihr seht, alles fast verbaut. Und ja, die restlichen Hölzer kommen heute runter und dann ist die Baustelle erstmal fertig. Der Schwager ist schon wieder ins Hotel gefahren, wo er arbeitet und Mr. Jonas kommt. Wo warst du denn? In der Selwa. Bei der Selwa. Die will auch mit, ha? Ja, morgen oder so holen sie diese Maschine ab. Ja, Mahmoud ist schon busy. Hala, so habt ihr mal gesehen, wie es bei uns aussieht. Baustelle beendet erstmal. Jetzt wird wieder Geld gespart für den nächsten Streich. Inshallah. Also wenn euch mal hier mein Baustellenvideo Teil 2 gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben. Ja, bis die Tage. Maselema. Bye, bye.